Du hast jetzt die Chance, mir das Cover des Ritzelkarussells zu stellen. Ich habe es natürlich, beim letzten Mal hätte ich es bekommen, da habe ich es dann Shirin David gewidmet. Shirin, ich würde es gerne kriegen. Ich bin ehrlich zu dir. Du hast auch so ein Rätselcover-Gesicht. Vielen Dank, the heat is on. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Finale von Wer steht mir die Show und dann ziehe ich ihm die Hosen aus. Jawohl. Da ich ein Rätselcover-Gesicht habe, denke ich mir, gehe ich da doch auf die Position, wo ich auch auf dieses Rätselcover komme. Und sie hat kein Moderatorinnen-Gesicht. Nein, sie ist aber trotzdem viel, viel fähiger als ich, um dieses Finale zu moderieren. Denn sie kennt die Fragen, ich nicht. Ladies and Gentlemen, one last time, give it up für Katrin Bauerfein. Für mich bist du eine Schauspielerin. Für mich bist du eine Schauspielerin. Hello. Ja klar, grüß dich voll aus. Gleichfalls. Dankeschön. Ricardo, endlich. Herzlich willkommen, ja. Danke, danke. Auch herzlich willkommen, Ricardo. Du kommst spät, aber wenigstens bist du jetzt da. Herzlich willkommen im Finale. Krass. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt noch klappt, muss ich sagen. Und dass es vor allem gleich so gut funktioniert, weil du startest schon mit 3 Münzen in dieses Finale. Und alle, die es aufmerksam verfolgt haben, wissen, das sind die besten Voraussetzungen, um Joko jetzt auch noch zu schlagen. Hab mich gestört. Ich weiß. Es geht nicht. Jawohl. Ja. Okay. Gut. Sehr gut. Entschuldigung, ist die letzte Sendung, aber... Es muss alles nochmal seine Richtigkeit haben jetzt. Bitte. Vor allem in der letzten Sendung, oder? Wir machen einen Quiz. Das heißt, ich stelle Fragen. Und du versuchst, möglichst richtig zu antworten. Und dann gucken wir, ob es richtig ist. Wenn es richtig ist, kriegst du einen Punkt. Wenn nicht, natürlich nicht. Die Besonderheit des Finales ist, dass Joko einfach immer einen Punkt bekommt, egal was er aufschreibt. Du musst ihn aber aufhalten, weil mit 5 Punkten gewinnt man Finale und auch Show. Dafür hast du die Münzen erspielt. Wenn du eine Münze setzt, dann sagst du uns und ihm, dass du ihm nicht glaubst, dass er die richtige Antwort aufgeschrieben hat. Und wenn die Münze gesetzt ist, muss er uns auch sagen, was da steht. Wir checken das dann auch bei ihm, ganz normal. Und wenn es falsch ist, dann kriegt er natürlich den Punkt nicht. Du hattest recht, deswegen behältst du die Münze und kannst weiter mit der Münze gegen Joko arbeiten. Wenn da das Richtige steht, du hast dich vertan, die Münze fälschlicherweise gesetzt, dann kriegt er den Punkt und deine Münze ist weg. Wenn du keine Münze mehr hast, ist alles sofort vorbei. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall beiden sehr viel Glück. Ich mir auch. Und sage, dann ist es jetzt soweit. Ricardo ist endlich da und wir spielen das letzte Finale. Okay. Wir starten mal mit der ersten Frage und gucken, ob du dann immer noch nervös bist oder wie es dann aussieht. Und die erste Frage ist, aus welchem Fisch werden Rollmöpse hergestellt? Aus welchem Fisch? Also du musst nicht bluffen, du kannst einfach aufschreiben. Ja, aber ich wollte wissen, ob du direkt aufschreibst. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, da ist gar kein Pad mehr. Oh nee, das kann man so nicht stehen lassen, Entschuldigung. Also man muss es lesen können, ja, das ist wichtig. Aus welchem Fisch werden Rollmöpse hergestellt, ist die Frage. Du weißt es, du hast es aufgeschrieben. Sehr gut. Joko malt noch ein bisschen. Also du kannst ihn gerne bei allem, was er tut, beobachten. Das ist vielleicht hilfreich, um ihn gleich einzuschätzen. Vielleicht auch nicht. Du siehst richtig süß aus. Wenn man sich das so anguckt und wenn man sich so dein Gesicht anguckt und mal gar nichts passiert, so wirklich einfach sich nur dein Gesicht anguckt, dann denkt man sich, du siehst wirklich richtig süß aus. Das freut einen 43-jährigen Menschen wie mich. Du bist süß. Findet ihr nicht, dass er süß aussieht? Vielen Dank. Okay, danke schön. Danke. Vielleicht will er dich auch nur einkochen. Mit ja, nee, das war ein ernst gemeintes Kompliment. Danke. Ich weiß es nicht. Dann okay. Nehme ich das Danken an. Ricardo, lass schauen. Ich habe Hering aufgeschrieben. Hering.
Aus welchem Fisch werden Rollmöpse hergestellt? Das ist die Frage. Und Ricardos Antwort ist Hering. Und diese Antwort ist richtig. Es ist der Hering. Und jetzt ist die wichtige Frage. Glaubst du, Joko weiß das, dass Rollmöpse aus Heringen sind? Ich glaube, Joko weiß das. Das heißt, du möchtest keine Münze setzen, lieber Safety first, du behältst 3 Münzen, Joko bekommt aber dann einen Punkt und zieht gleich auf. Ja? Okay. Joko bekommt einen Punkt, weil er auch Hering eventuell da stehen hatte. Das wissen wir hier im Studio nicht, das wissen nur Sie zu Hause. Und damit steht es 1:1. Und hier kommt die nächste Frage. Otto, der Film, Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise gehören zu den erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeiten. Welcher Schauspieler hat in allen 3 Filmen mitgespielt? Otto, der Film, Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise. Ein Schauspieler hat in allen 3 Filmen mitgespielt, und zwar welcher? Joko, was machst du da? Ich schreib den Namen auf. Okay. Hast du eine Ahnung, Ricardo? Ja, ja, also ich vergleiche, Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise hatten ja einen relativ ähnlichen Cast. Ja. Otto, den Film, habe ich, glaube ich, zu meiner Schande nie gesehen. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, wer von denen wahrscheinlich dort mitgespielt hat. Mhm. Weil ich denke mir gerade so, der Hauptdarsteller in Bully, also in... Ja, wir wissen, wen du meinst. Der ominöse Hauptdarsteller, dessen Name nicht genannt werden darf, aus Traumschiff Surprise und Der Schuh des Manitou, ob der in dem Otto-Film eine Nebenrolle spielen würde, I doubt it. Okay, das heißt, du suchst nicht nach dem Hauptdarsteller, sondern irgendwo anders im Cast. Mhm. Mhm. Okay. Sehr gut. Ricardo hat was aufgeschrieben. Was ist deine Antwort? Wer hat womöglich in allen 3 Filmen mitgespielt? Ich habe ein bisschen geraten und habe Rick Kavaniak aufgeschrieben. Rick Kavaniak ist die Antwort. Und die Antwort Rick Kavaniak ist falsch. Mm. Die richtige Antwort wäre gewesen Skye Demont. Das wäre tatsächlich meine nächste Wahl gewesen. Hat in allen 3 mitgespielt. Verdammt, kein Punkt erstmal. Aber wichtige Frage für dich. Der Mann, der da steht, kennt der sich so gut aus in der Filmwelt mit diesen 3 Filmen? Ich meine, irgendwie schon, weil es ja auch ProSieben, die liefen ja alle schon sehr oft hier. Ich muss aber nicht alle Filme gucken, die hier laufen, nur weil ich hier arbeite. Aber das wäre eine Schande. Das haben wir eigentlich schon gedacht, dass du eigentlich immer nur ProSieben guckst. Meine Intuition, Anke Engelke hat gesagt, manchmal muss man seinem ersten Gefühl folgen. Und ja, das kann einen manchmal täuschen, manchmal einen aber auch zum Sieg führen. Ja. Und meine erste Intuition ist, dass er es nicht weiß. Deswegen würde ich eine Münze setzen. Sehr gut, hör auf deine Intuition. Wir wollen gucken, ob die richtig ist in diesem Falle oder nicht. Ricardo hat gesetzt, du musst uns sagen, was deine Antwort ist. Du sagst... Ich war mir unsicher. Weil Traumschiff Surprise... habe ich, glaube ich, nie in Gänze gesehen. Mhm. Aber ich hatte eine Übereinstimmung bei Otto, der Film, und Der Schuh des Manitou. Und das war Skye Demont. Nein, das heißt, Joko hat recht und es gibt einen Punkt. Was für eine Überraschung. Du moderierst das so, als wenn das noch nie passiert wäre. Weil du so, Joko hat recht. Weil die Rampe so lange war und ich dachte so... Jetzt fallen wir, nein, aber du hast nur aufgebaut, um zu sagen, da steht das Richtige. Punkt für Joko, das bedeutet 2:1 und ich muss dir die Münze leider abnehmen. Leider abnehmen, aber du hast gierig, noch 2. Gierig, gierig, gierig. Ja, aber alles gut. Und die nächste Frage für euch kommt jetzt. Rick Rolling ist ein Internetscherz, bei dem der User durch gefakte Links auf eine Seite gelockt wird, wo er ein bestimmtes Musikvideo vorgespielt bekommt. Mit welchem Künstler wird der Rickrollte gequält? Rickrolling. Das bedeutet...
Wir können es gleich auflösen. Ich habe ein bisschen geraten. Und zwar habe ich gedacht, warum heißt es Rickrolling? Und deswegen habe ich an einen anderen berühmten Namensvetter von mir gedacht, ja, nämlich Rick Astley mit Never Gonna Give You Up. Okay. Das ist die Antwort von Ricardo, Rick Astley. Und die Antwort ist... Richtig! Gut geraten. So. Boah, ich habe so gehofft, dass die Band das jetzt spielt. Weil du es magst, ne? Das ist so geil, wenn das persönliche Kopfkino und die Realität, in der man steckt, einfach übereinstimmen und das dann auch wirklich passiert. Was ist in deinem Kopfkino los, wenn es darum geht, ob Joko jetzt einen Punkt bekommt oder nicht? Ich meine, er hat es so souverän aufgeschrieben, deswegen glaube ich eigentlich, dass er es weiß. Ja, das heißt, du würdest keine Münze setzen und davon ausgehen, dass es richtig ist? Okay, sicher? Ich will dich nicht verunsichern, nur... Also wenn ich jetzt eine Mütze setze und sie dann falsch und du mich dann in die Irre geführt hast, dann weißt du schon, dass ich dich hasse, ne? Ich wollte dich nicht in die Irre führen, ich will dich nur... Ich hasse dich dann. Ja, okay, dann... Ich weiß nicht, was Joko aufgeschrieben hat, leider. Ich weiß es auch nicht, ich kann nicht helfen. Ich habe wirklich nur safety-first-mäßig gefragt und nicht, um dich zu beeinflussen. Ich setze die Mütze. Nee. Na, oh Gott, ich weiß es nicht. Ich setze sie. Okay. Ricardo, setz die Münze. Okay. Alles klar. Dann lass uns schauen. Joko, er hat die Münze gesetzt. Was hast du geantwortet? Könnt ihr was von Limp Bizkit spielen? Ja! Scheiße! Du hast Limp Bizkit aufgeschrieben? Ja, ich hab... Gut! Mist! Sehr gut, du darfst die Münze behalten. Können wir mal kurz darüber reden, wie krass mein Gehirn funktioniert? Ich habe keine Ahnung davon, ich leite mir das nur her. Du, das mache ich hier seit 3 Staffeln. Läuft gut? Absolut. Shit. Du hast gerade verhindert, dass Joko in Führung geht. Es steht jetzt 2-2. Also, die nächste Frage ist, diesen Versuch kennt wahrscheinlich jede und jeder aus dem Chemieunterricht. Welches chemische Element soll mit der sogenannten Knallgasprobe nachgewiesen werden? Welches chemische Element soll mit der Knallgasprobe nachgewiesen werden? Ich kann das Element auch ausschreiben, ja? Ja, klar. Aber du hast schon, ja. Du bist schon fertig. Sehr gut, dann warten wir noch kurz auf Ricardo, der jetzt auch alles finalisiert hat und eine Antwort aufgeschrieben hat. Okay, dann lass uns schauen. Was ist deine Antwort? Ich habe Chemie immer geschwänzt. Also nicht geschwänzt. Ich war Schulsprecher und ich habe immer Klassensprecherseminare auf die Chemiestunde gelegt. Und deswegen musste ich nie in den Chemieunterricht. Hast du die Knallgasprobe verpasst? Wahrscheinlich ja. Okay. Deswegen habe ich jetzt einfach mal geraten und Helium aufgeschrieben. Ich fürchte, das ist falsch. Okay, Knallgasprobe. Wird da Helium nachgewiesen, wie Ricardo vermutet? Die Antwort Helium ist falsch. Die richtige Antwort ist Wasserstoff. Wasserstoff wird nachgewiesen. Jetzt ist nur die Frage... Ich glaube, Joko weiß das. Ich glaube, Joko weiß das, weil als Joko da noch einer von uns war, da, und nicht so abgehoben. Es war nur ganz kurz. Da hat er sehr gut so Elementfragen beantwortet. Deswegen glaube ich eigentlich, dass er das weiß. Okay. Er war gut in Chemie, glaubst du, Wasserstoff hat er. Und wir geben ihm den Punkt. Ja. Okay. Joko hat die Antwort richtig, zumindest hier für uns im Studio. Sie zu Hause wissen vielleicht mehr, Wasserstoff eventuell. Und damit hat er einen Punkt, 3-2, aber du hast noch beide Münzen. Die 5 muss ich schaffen. 5 Punkte brauchst du. Oh Gott, das ist anstrengend. Das stimmt. Hier ist die nächste Frage. Welches Weltmeer wird auch Stiller Ozean genannt? Welches Weltmeer wird auch Stiller Ozean genannt? So, wir zeigen Ihnen jetzt ausnahmsweise mal nicht, was Joko aufschreibt. Sie können ja raten, ob da das Richtige steht oder nicht und wie gut Sie ihn einschätzen können. Und wenn man diese Frage richtig beantwortet, ist man dem Ziel und damit dem Cover vielleicht schon wieder einen Punkt näher. Ricardo, wie lief's?
lief nicht so gut. Konntest du es dir herleiten? Ich weiß es nicht, aber ich habe einfach gedacht, der Film hat mir heute schon so viel Glück gebracht. Ja. Und ich habe den Nordpazifik genannt, weil ich dachte mir, da waren so viele Eisberge und es war relativ still. Deswegen, vielleicht nennen die Leute das auch Stiller Ozean. Ich freue mich auch immer, wenn dann da steht, welches Weltmeer wird auch Stiller Ozean genannt. Ich würde gerne wissen, von wem. Also wer nennt das so? Weil I don't. Ja, okay. Das ist die Antwort, die ich jetzt nehme. Ricardo sagt, Stiller Ozean wird auch der Nordpazifik genannt. Und diese Antwort ist richtig. Es ist der Pazifik. Der Pazifische Ozean ist die richtige Antwort. Nordpazifik. Wow. Lass ich gelten. Titanic ist einfach, ich weiß es nicht. So. Shoutout an James Cameron. Ich guck den jetzt auch nochmal. Man kann alles lernen in Titanic. Joko, wie sieht's bei ihm aus? Was denkst du? Ich darf nicht helfen. Ich würde, aber ich darf nicht. Hat er heute bei mir auch schon versucht. Sag du. Du kannst ihm eine Frage stellen, wenn du willst. Das kann ich dir anbieten. Wenn dir irgendwas einfällt, womit weißt du... Weißt du es? Ich muss kurz die Moderatorin fragen, muss ich diese Frage wahrheitsgetreu beantworten? Du kannst machen, was du möchtest. Wie viele Weltmeere gibt es denn? Eine Menge. Es kommt tatsächlich darauf an, wie man es anlegt. Ich hatte Geografie-Leistung bei Dr. Eich. Ich sage, er weiß es. Er weiß es? Also, ich will dich nicht beeinflussen, aber ich sag dir, er hat... Nein, du sagst doch, er weiß es. Warte mal kurz. Bleib mal kurz bei dem, was du machen wolltest. Ich sag dir nur ganz kurz, er hat 3 Punkte, du hast 3 Punkte. Du hast noch 2 Münzen und er braucht noch 2 Punkte. Das heißt, ich würde sagen, du könntest sie setzen, aber du musst sie nicht setzen. Weil andererseits, du musst verhindern, dass er noch 2 Punkte macht, du hast noch 2 Münzen. Das will ich dir nur sagen. Aber wenn du glaubst, er hat es eh richtig, dann macht es keinen Sinn, die Münze zu setzen. Ich habe leider kein Wort verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Also setze ich sie lieber mal. Oder? Ja? Nein, ich check's nicht. Wenn du sie setzt, hast und ich du richtig die, lieg, dann hast du die Chance, dass er nicht in Führung geht. Okay. Aber wenn nicht, ist die Münze halt auch weg. Das ja. ist das Einzige, was ich dir sage. Verstanden. Okay. Ich weiß nicht. Ey, das ist so eine beschissene Frage. Stiller Ozean. Der Pazifik ist riesig. Da sind die krassesten Stürme, die höchsten Wellen. Warum ist es der verfickte Stille Ozean? Dann habe ich überlegt, alle Weltmeere, ja? Das bedeutet ja auch jedes noch so kleine Gewässer, was den Titel Meer trägt, kommt dafür in Frage. Ich habe das Kaspische Meer aufgeschrieben. Oh! Fuck! Ricardo, alles richtig gemacht. Es steht weiterhin 3-3. Du behältst die Münze. Krass, wie heftig ihr mich hier manipuliert. Hallo? Was? Du erzählst dir doch deine scheiß Leistungskursgeschichte. Entschuldigung. Und ich glaube dir. Ja, Entschuldigung, du hast eben in einem Spiel das Publikum angelogen, damit du einen Punkt kriegst. Das stimmt. Bei Joko musst du wirklich aufpassen wie ein Lux, sagst du. Aber ich weiß es auch immer nicht. Nee, jetzt habe ich erst verstanden, wie sehr er auf dieses Cover will. Ah, okay. Und jetzt sage ich dir eins. Allein um dich eines Besseren zu belehren, möchte ich dich jetzt besiegen. Okay. Oh, das macht mich rasend, dass ich das nicht weiß, wirklich. Herr Eich! Aber du hattest kann wirklich alle Wasserfälle in Afrika aufzählen, ja? Alle großen Flüsse, alle Staaten. Aber nicht das Stille Meer. Nee, aber nicht der Stille Ozean. Okay, also, du Stille bist Ecke. Auf dem Weg, ihn zu besiegen. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 3-3 steht es nach wie vor. Boah, das kann ich, das ist doch nicht wahr. Ja, es ist wahr. Und ihr habt beide die nächste Möglichkeit, das Cover zu gewinnen, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Oh Gott. Welcher deutsche Schauspieler wurde als Vorleser der Harry Potter Hörbücher mehrfach ausgezeichnet? Wie hieß der Vorleser der Harry-Potter-Hörbücher? Hast du schon aufgeschrieben? Nee. Joko, ist schon soweit? Oh, ist gut, Rückei. Hallo? Klasse. Ricardo, bitte schreib schnell was auf. Ich weiß nicht, wie lange Joko noch mit uns ist.
Was hast denn du? Hast du die schon so modern abgetreten? Ja, ich habe die hinten. Oder? Ich möchte Ricardo nicht stören, aber ich habe zwei hast Blasen. So? Links und rechts habe ich Blasen bekommen von den Schuhen, deswegen habe ich sie so. Im Laufe der Show. Ja. Und trotzdem hast du so tapfer und toll weitermoderiert. Das hätte nicht jeder gemacht. Mit zwei Blasen an den Füßen, das ist total scheiße. Meine ich einmal was ernst, dann wird mir wieder nicht geglaubt. Ja. Ich weiß nicht wieso. Shirin David hat diese Sendung hier mit einem gebrochenen Fuß moderiert. Okay. Und du sagst mit zwei Blasen an den Füßen. Ja, aber du bist halt auch nicht Shirin David, wenn ich das auch mal anmerken darf. Hast du recht. Ja, ne? Okay, du hast was aufgeschrieben, Ricardo? Super. Dann lösen wir auf, oder? Sehr gut. So, der deutsche Sprecher der Harry Potter Hörbücher. Wie heißt der? Das weiß ich nicht. Okay. Ich habe Markus Maria Profittlich aufgeschrieben, weil ich mit dem mal zusammen einen Disney-Film synchronisiert habe. Und deswegen weiß ich, dass der Sprecher Sachen macht. Aber das Problem ist, die Harry Potter Bücher sind ja Anfang der 2000er rausgekommen. Also muss es ein Schauspieler sein, der Anfang der 2000er solche Sachen gemacht hat. Und das weiß ich einfach nicht. Okay. Aber, also ich weiß, dass meine Antwort falsch ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Joko das auch nicht weiß. Mhm. Okay, also wir machen eins nach dem anderen. Wir lösen erstmal auf. Markus Maria Profittlich ist die Antwort, die Ricardo gibt. Und Markus Maria Profittlich ist falsch. Er hat nicht die Harry Potter Hörbücher eingesprochen. Rufus Beck war es. Rufus Beck hat die Hörbücher eingesprochen, alle. Und die Frage ist, warum glaubst du, dass Joko nicht weiß, dass es Rufus Beck ist? Ich glaube, Joko ist einfach nicht so eine popkulturelle Schlampe. Joko ist einfach nur eine Schlampe, aber keine popkulturelle. Die sind sehr populär gewesen. Ich weiß, aber Joko war da ja auch schon erwachsen. Ich glaub's nicht, dass er das weiß. Okay, Ricardo setzt die Münze. Er sagt, Joko weiß nicht, dass Rufus Beck die richtige Antwort ist. Die Münze ist gesetzt, das bedeutet, du musst auflösen. Was hast du aufgeschrieben, Joko? Rufus Beck. Rufus Beck! Und das ist richtig! Leid. Yes! Und dafür gibt's einen Punkt. Oh, hätte ich nicht gedacht, dass das war. Und ich musste mein Gehirn so anstrengen, weil ich habe das Gesicht vor mir gesehen. Aber also Fakt ist, du hast vollkommen recht mit allem. Ich habe nicht ein Buch gelesen, ich habe auch nicht ein Hörbuch gelesen, aber ich habe irgendwann mal so was gesehen. Der hat so ein sehr markantes Gesicht. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie heißt der? Man nennt das auch Kreuzworträtselgesicht. Okay, Rufus gut. Beck jedenfalls ist richtig und damit geht Joko in Führung mit 4-3 und Ricardo hat nur noch eine Münze. Die nächste Frage könnte hier alles entscheidend sein. Und die nächste Frage ist, wie heißt das im September 2020 erschienene Twitter-Tagebuch von Jan Böhmermann. Wie heißt das im September 2020 erschienene Twitter-Tagebuch von Jan Böhmermann? Hat er euch doch bestimmt auch zugeschickt mit einer schönen Widmung. Wie heißt das Twitter-Tagebuch von Jan Böhmermann? Der Titel des Buchs ist gefragt. Er muss lesbar sein. Und auch richtig. Aber du hast aufgeschrieben? Okay. Alles klar. Ist. Ich sag nichts. Ich darf nichts sagen. Solange Joko noch schreibt. Bist du startklar, Joko? Oder überlegst du noch? Ja, ich hab's. Leitest du es dir noch her? Okay. Man könnte es sich herleiten, wenn man wollte. Es ist kein so abwegiger Titel, aber die Frage ist, was ihr sagt. Was sagst du, Ricardo? Wie heißt das Buch von Jan Böhmermann, das Twitter-Tagebuch? Ich darf wahrscheinlich nichts sagen, was ich nicht aufgeschrieben habe, oder? Leider nein. Jetzt würde ich wahrscheinlich sagen, Jan Böhmermanns Twitter-Tagebuch. aber ich,
ich habe mir gedacht, ich komme nicht drauf. Und deshalb habe ich den Titel von meinem Buch aufgeschrieben, Mama, ich bin schwul, weil ich mir dachte, das ist die beste Werbung. Und wenn ich hier schon verliere, dann will ich wenigstens ein paar Bücher verkaufen. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Mama, ich bin schwul, sagt Ricardo. Und sicher auch ein gutes Buch, aber nicht das, das wir suchen. Diese Antwort ist falsch. Das Buch von Jan Böhmermann heißt Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Ah. Ach, Gott sei Dank habe ich dann nicht Jan Böhmermanns Twitter-Tagebuch aufgeschrieben. Richtig, das dann ist hätte auch ich jetzt gut. gar nichts davon gehabt. Das heißt, du bekommst jetzt keinen Punkt, weil die Antwort nicht richtig ist. Das heißt, es steht 4-3. Jetzt ist die alles entscheidende Frage, was hat Joko da stehen? Aber da er eh einen Punkt von seinem Rätselcover entfernt ist, musst du deine verbleibende Münze ohnehin setzen. Weil sonst hat er automatisch 5 Punkte und das wäre nicht ratsam. Du musst, also es gibt keine Alternative. Ricardo setzt die letzte Münze. Joko muss uns sagen, was er geantwortet hat. Und deine Antwort ist? Ich wollte schreiben, gefolgt von niemandem, der dir folgt, hab aber dem du folgst geschrieben. Das ist mein Cover! Wie unterbart sind die Freude, aber ich freue mich nur mal. Ricardo, es tut mir leid. Alles gut. Ich kenne dir das Cover von Herzen. Jokos Cover-Gesicht kommt tatsächlich auf das Cover vom Rätselkasten. Ah, vielen Dank. Ich wollte immer schon mal auf dieses Cover. Und jetzt habe ich es geschafft. Ab morgen an jedem Kiosk in diesem Land liegt dieses Heft. Bitte unterstützen Sie diesen Mann. Vielen, vielen Dank für eine wunderbare Staffel. Wer spielt mir die Show? Katrin Bauerfein. Danke, Joko. Thank you very much. Anke Engelke. Thank you very much. Ricardo Simonetti. Thank you very much. Mark Forster. Thank you very much. An unsere Wildcard-Kandidatinnen und Kandidaten. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch beworben habt. Casting. Casting at florian.tv-entertainment.de. Falls ihr auch mal dabei sein möchtet, meldet euch an. Macht mit, es macht großen Spaß. Dankeschön.